Hallo und herzlich willkommen bei Andreas Trienbacher, Mr. T Energy. Ja, ihr seid wieder im HPT-Kanal gelandet, im High Performance Training-Kanal. Und zwar dieser Kanal ist speziell für Führungskräfte, Unternehmer, Selbstständige und für Entscheider. Warum gibt es so einen Kanal? Das ist recht einfach. Und zwar, ich habe seit Jahren mich spezialisiert, genau auf diese Personengruppe, die natürlich auch besondere Ansprüche hat. Warum? Weil diese Menschen in der Regel meistens 50 Stunden plus arbeiten, eher 60 Stunden, ständig unter Stress sind, ständig hohen Anforderungen ausgesetzt sind und weil die Entscheidungen einer Führungskraft, eines Unternehmers ganz oft mit viel Verantwortung zusammenhängt und da sollte die körperliche und geistige Performance auf Maximum sein. In der Regel sind diese Leute richtig gut, ihr seid richtig gut, nur viele vergessen auch irgendwann das Reinvestment in die Gesundheit, in die Leistungsfähigkeiten. Ganz viele vermissen dann, wo ist meine Performance, die ich vor Jahren hatte, wo ist meine Leistungsfähigkeit, ich habe 10, 15, 20 Kilo zu viel, ich schlafe nicht mehr gut und meine Fitness ist eingeschränkt. Was kann ich dafür tun und ich habe dafür die Lösung? Das ist jetzt der HPT-Film Nummer 26. Wir hatten Kapitel 1, 10 Videos zum Thema gesunde Ernährung, 10 Videos, das war Kapitel 2, zum Thema gesunde Bewegung und jetzt sind wir bei der Nummer 5 im Bereich Schlafen. Wie schläfst du gut? Wie sorgst du für einen gesunden, tiefen Schlaf? Was ist wichtig, um in einen gesunden, tiefen Schlaf zu kommen? Und heute haben wir das Kapitel, sollte es im Schlafzimmer dunkel sein? Was eine Frage. Natürlich sollte es im Schlafzimmer so dunkel möglich sein. Denn unsere Augen, auch wenn die Augen geschlossen sind, auch wenn die Augen zu sind und es ist zu hell, kann es dazu führen, dass durch diese Helligkeit, die durch die Augenlider durchgeht, dass dadurch der Schlaf in der Struktur, in der Tiefe, in der Intensität etwas gestört ist. Denn wir brauchen ganz viel Dunkelheit. Warum ist das so? Überlegt mal, viele sind ja dran und sagen, ja, wenn Vollmond ist, schlafe ich nicht gut. Warum schläft man nicht gut, wenn Vollmond ist? Weil Vollmond ist, weil die Erdanziehungskraft, die Magnetfelder anders sind. Ganz oft ist es auch so, wenn wir kein dunkles Schlafzimmer haben, es ist draußen Vollmond, dann ist natürlich auch viel heller im Zimmer. Und dadurch, dass es viel heller ist, schlafen viele Menschen eben nicht so tief, wie wenn es richtig dunkel im Schlafzimmer ist. Und somit natürlich auch die Frage, was machen wir? Wir machen es dunkel, so dunkel wie möglich, abdunkeln. Natürlich haben viele das Fenster offen oder Tür offen. Ja, da kann ich ja gar nicht ganz dunkel machen, das ist richtig. Dann ist die Tür offen, das Fenster offen, dann der Vorhang eben nicht geschlossen, so wie wir nachts auch schlafen. Wir haben nachts immer die Balkontür komplett auf. Im Sommer, wenn es zu heiß ist, natürlich nicht, da ist sie geschlossen, aber im Sommer in der Regel immer und genauso auch im Winter. Deswegen haben wir natürlich im Winter auch sehr frische Temperaturen in unserem Schlafzimmer. Aber meine Frau und ich, wir mögen das, wir brauchen das, einfach diese Frischluftzufuhr. Aber wir haben dann natürlich auch eine gewisse Grundhelligkeit in unserem Schlafzimmer. Alle Lämpchen, alle Lichtlein sind aus. Also bei uns im Schlafzimmer gibt es keine Lichtquellen, überhaupt nichts. Die einzige Lichtquelle ist die Lichtquelle von außen, was halt dieses Licht mit sich bringt von anderen Häusern, von Straßenlaternen und natürlich auch draußen, wenn Autos vorbeifahren oder wenn tatsächlich auch mal Vollmond ist. Jetzt ist die große Frage, was kann man dagegen tun? Welche Abhilfen, welche Unterstützung gibt es dafür? Ich glaube, der eine oder andere ist schon drauf gekommen. Es gibt sogenannte Schlafmasken. Ich persönlich schlafe auch mit einer Schlafmaske. Ich habe zwei Schlafmasken, damit ich immer eine habe, genauso wie ich Ohrstöpsel habe. Und diese Schlafmasken, die sind bei mir zu Hause immer auf meinem Nachttisch, immer griffbereit. Und habe ich natürlich auch immer dann mit dabei, wenn ich unterwegs bin, wenn ich in Hotels bin, wenn ich bei Auftritten bin, bei Speaker-Auftritten, bei Fitness-Animationsauftritten bin, habe ich es immer mit dabei, denn auch in den Hotels ist oftmals nicht gewährleistet,
dass es richtig dunkel ist. Da hat man manchmal Vorhänge, aber doch hier und da ist ein bisschen hell. Da haben wir draußen Licht, das dafür sorgt. Da haben wir oftmals auch in den Türen unten, dass noch Licht durchkommt. Der Gang ist ständig beleuchtet. Und diese Lichtquellen, die können dafür sorgen, dass wir eben nicht in einen maximalen guten Schlaf bekommen. Natürlich schlafen wir. Nur die Frage ist immer, wie groß ist die Schlafqualität? Wie tief schlafen wir eigentlich? Und wenn dann Lichtquellen da sind, die uns darin ein bisschen stören können, dann kann das eben der Schlafqualität sich bemerkbar machen. Ja, und am nächsten Morgen sind wir zwar wach, aber nicht fit wach. Wir fühlen uns nicht topfit. Und unter anderem kann es gewesen sein, dass eben die Lichtquelle zu groß war, der Helligkeitsgrad zu hoch. Und in dem Moment haben wir nicht genügend geschlafen, denn Licht ist auch so, dass Licht dafür sorgt, dass unsere Hormonsekretion, was Melatonin anbetrifft, auch beeinträchtigt sein kann. Und genau deswegen macht euer Zimmer, euer Schlafzimmer so dunkel wie möglich. Keinen Wecker nebendran mit Lichtquellen drauf. Am besten auch sonst alle Lichtquellen aus und wer sein Fenster offen hat und dadurch Licht nach innen kommt, weil auch der Vorhang offen ist oder der Rollladen oben ist, dann kann man sagen, okay, ich besorge mir eine Schlafmaske. Schlafmaskentipp, es sollte eine Schlafmaske sein mit so dicken Bürsten außenrum, dass die Augen innen drin, die Augenbrauen eben beim Hoch und Runter, wir haben immer Augenbewegungen, die eben nicht an der Schlafmaske reiben, sondern dass wir einen Abstand haben. Deswegen sind die Schlafmasken mit diesen weichen Bürsten ganz gut. Und dann ganz wichtig, dieses Band, wo die Schlafmaske gehalten wird, das sollte ein breites Band sein. Wenn ihr ein dünnes Band habt und es liegt hier in den Ohren, schneidet in die Ohren ein, das ist super unangenehm. Es ist super, super unangenehm, denn ich habe die Erfahrung gemacht. Ich habe zwischenzeitlich die vierte Schlafmaske schon, denn die vierte Schlafmaske ist richtig gut. Die hat auch ein bisschen mehr gekostet. Da war man schon bei 12 Euro. Dann habe ich früher, ich habe mit 3, 4 Euro, die waren gar nichts. Das gleiche gilt auch bei der Qualität von Ohrstöpseln. Ruhig ein paar Euro mehr ausgeben, schön weich gepolstert, ganz schwarz, ganz dunkel, mit so dünnen Bürsten, die dann außen ums Auge herum liegen, dass wir Platz haben für die Wimpern, dass da nichts dran reibt. Und dieses breite Band, wo dafür sorgt, dass wir keinen Druckpunkt haben an den Ohren. Denn wenn ihr diese schmalen Bänder habt, dann drücken die hier aufs Ohr drauf. Beim Einschlafen merkt man es gar am nächsten Morgen oder man nachts auf den Beginn, boah, tut mir mein Ohr weh. Und dann war das die harte Kante. Und genau weil die harte Kante eben problematisch ist, bitte achtet darauf, dass ihr eine qualitativ hochwertige Schlafmaske euch besorgt. Und viele sagen, oh, Schlafmasken genauso wie Ohrstöpsel vertrage ich nicht. Das ist völlig normal am Anfang, dass man sich da etwas schwerer tut, wenn man mit solchen Sachen arbeitet, weil es völlig ungewohnt ist. Nach einer gewissen Zeit hat man eine Eingewöhnung und dann passt es so 2-3 Tage. Dieses Teil im Ohr fühlt sich am Anfang unangenehm an mit dem Ohrstöpsel. Das gleiche gilt für die Augenmaske. Ja, wie liege ich jetzt da drauf? Ich habe es jetzt schon seit, glaube ich, 3 Jahren. Arbeite ich schon mit Gehörstöpsel und mit Schlafmaske. Für mich absolut easy, überhaupt kein Problem mehr. Auch das wird ein ganz wertvoller Tipp, denn wenn ihr gut geschlafen habt, wenn ihr tief geschlafen habt, wenn ihr nicht gestört wurde durch Lichtquellen, wenn ihr nicht gestört wurde durch Geräuschquellen, wacht ihr am nächsten Tag auf und ihr seid topfit, ihr seid ausgeruht, ihr seid leistungsfähig und das ist das, was den Unterschied ausmacht. Jo. Und jetzt sagst du natürlich, Andreas, deine Ideen sind super. Und ja, ich gucke mir jetzt schon über 20 deiner Videos an, aber jetzt möchte ich unbedingt ins Tun kommen. Oder du bist frisch eingestiegen, HPT, und du weißt, ja, als Unternehmer, als Führungskraft, als Selbstständiger habe ich echt Bedürfnis. Ich muss wieder an meiner Performance arbeiten. Es wird wieder Zeit, dass ich ein paar Pfündchen abnehme. Es wird wieder Zeit, dass ich leistungsfähiger werde. Es wird wieder Zeit, dass ich diese geile Performance habe, die ich schon mal gehabt habe, um maximale Leistung zu bringen. Denn ich will weiterhin auf der oberen Stufe bleiben. Ich will weiterhin meinen Betrieb, meinen Umsatz steigern. Ich möchte noch besser werden. Und ich möchte da wieder hinkommen, wo ich schon mal war mit der Performance. Was tue ich? Richtig, ich weiß, meine Körpersprache sollte besser werden. Ich weiß, ich müsste schon mal ein paar Kilo abnehmen. Ja, ich weiß, auch meine energetische Körpersprache ist morgens nicht die beste, weil ich müde bin. Ich leide unter Social Jetlag, weil ich nur 5-6 Stunden schlafe. Meine Ernährungsweise ist alles andere, aber keine gute Ernährung für ein Rennpferd. Da muss ich was tun. Ich will was tun. Und zwar jetzt sofort. Andreas,
Wie komme ich ins Tun? Was kann ich tun? Relativ einfach. Du gehst jetzt unter andreas-drienbacher.com. Du findest auch den Link unten drunter. Da klickst du einmal drauf. Dann landest du direkt bei mir auf meiner Page und dann kannst du jetzt heute sofort deinen kostenfreien Erstberatungstermin buchen. Und dann weißt du in Kürze, wenn wir beieinander gesprochen haben, 16 Minuten, was kannst du tun, was solltest du tun, was ist deine Strategie, wieder in die maximale Performance zu kommen. So, das war's. Ich freue mich auf den nächsten Video, der in Kürze kommt. Es vergeht immer so, es ist immer montags, mittwochs und samstagabends habe ich Videos am Start. Dreimal die Woche. Ich habe es immer montagabends ca. 20 Uhr, mittwochabends ca. auch 20 Uhr, 20.15 Uhr und am Samstag habe ich immer 18.30 Uhr. Also immer drei Videos zum Thema HPT für euch. Also bitte bleibt dran. Und wenn ihr Ideen habt und wenn ihr sagt, das ist spannend, ich hätte da noch eine Idee, dann schreibt es einfach drunter in die Bemerkungen. Ich werde mich drum kümmern, garantiert. Dankeschön und die besten Grüße von Andreas Trienbacher, Mr. T Energy.